Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sind nun bereits in Modul 2 angekommen. In diesem Video geht es um didaktische Implikationen von Dashboard-Visualisierungen. Das heißt, ich stelle Ihnen das Learning Analytics Dashboard vor, welches im Zuge des Projektes von der TU Graz entwickelt wurde. Zudem stelle ich Ihnen die einzelnen Funktionen und deren Einsatzmöglichkeiten in der Lehre vor. Ein Learning Analytics Dashboard ist, wie bereits erwähnt, eine Anwendung, die Lehrenden und auch Lernenden dabei hilft, Daten über Lernaktivitäten zu sammeln, zu analysieren und darzustellen. Ein Learning Analytics Dashboard kann verschiedene Datenquellen integrieren, einschließlich Lernmanagementsysteme, Bewertungen, Aktivitätsprotokolle, Umfragen und soziale Interaktionen. Das Dashboard kann dann die Daten auf verschiedene Arten darstellen, zum Beispiel in Form von Tabellen, Graphen, Karten oder Balkendiagrammen. Im Projekt Learning Analytics Studierende im Fokus wurde das Learning Analytics Dashboard mit dem Namen Learner's Corner erstellt. Es besteht aus Plugins, die direkt in das Lernmanagementsystem wie beispielsweise Moodle integriert werden können. Das Learning Analytics Dashboard ist über den administrativen Block auf der linken Seite auf der Moodle-Plattform sowohl für Lehrende als auch Studierende zugänglich. Im Rahmen der Anwendung von Learning Analytics in der Hochschullehre ist es von erheblicher Relevanz zu berücksichtigen, dass das Dashboard als Werkzeug fungiert, dessen visuelle Darstellungen im Lehr- und Lernprozess gewinnbringend eingesetzt werden sollten. Dies bezieht sich auch auf Schlüsse, die aus den Erkenntnissen gezogen werden, sowie auf Interventionen, die sich daraus ergeben. Es kann also festgehalten werden, die Nutzung des Lernmanagementsystems wie Moodle ist notwendig, um das Learning Analytics Dashboard in einer Lehrveranstaltung zu implementieren. Durch die Nutzung des Lernmanagementsystems werden Daten über Lernaktivitäten generiert, die durch das Dashboard analysiert und visualisiert werden können. Der Learner's Corner bietet Ihnen als Lehrende und auch den Studierenden Einsicht in Lernaktivitäten und Resultate. Der Planner, der Grade Monitor, der Activity Report sowie das Learning Diary finden hier Einsatz. Im Learner's Corner gibt es zwei unterschiedliche Ansichten. Eine für Lehrende und eine für Studierende. Lehrende haben lediglich Zugriff auf aggregierte Daten, um die Privatsphäre der Studierenden zu schützen. Dabei werden Einzeldaten von Studierenden zu einer Gesamtheit zusammengefügt und aufbereitet, so dass Muster und Trends erkennbar werden, ohne dass Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Studierende hingegen können ihre eigenen Lerndaten einsehen. Studierende erhalten personalisierte Echtzeitinformationen einschließlich individueller und Gruppenresultate, die teilweise flexibel konfiguriert werden können. Im Learner's Corner wird also zwischen dem Studierenden- und dem Lehrenden-Dashboard unterschieden. Während der Funktionsblock Planner dem Dashboard der Studierenden ähnelt, weichen die Darstellungen der anderen drei Funktionsblöcke hinsichtlich der dargestellten Daten in der Lehrendenansicht erheblich von jener der Studierenden ab. Ich werde Ihnen nun die vier Funktionsblöcke näher erklären und Ihnen die Lehrenden- sowie auch die Studierendenansicht vorführen. Eine detaillierte Anleitung zur Verwendung der Funktionsblöcke in der Lehre finden Sie dann in den Folgemodulen sowie im Handbuch. Der Planner gibt Studierenden einen Überblick über alle vergangenen, abgeschlossenen sowie bevorstehenden lehrveranstaltungsbezogenen Meilensteine, beispielsweise Abgaben, Prüfungstermine oder Hausarbeiten. So können Studierende ihre Lernaktivitäten besser organisieren, indem sie einen Kalender mit wichtigen Terminen und Fristen haben. Der Planner erleichtert auch die effektive Planung und Verteilung des Arbeitsaufwands, um Ziele innerhalb des gegebenen Zeitrahmens zu erreichen. Dadurch können Stress und Überlastung reduziert werden. Für Sie kann der Planner eine nützliche Funktion sein, um den Überblick über geplante Abgabetermine und Prüfungen zu behalten. Der Planner kann Ihnen auch dabei helfen, die Lehre besser zu strukturieren. Es gibt drei Arten von Meilensteinen: freiwillige, verpflichtende und beurteilte Meilensteine.
Die beurteilten Meilensteine können mit dem Gradebook von Moodle verknüpft werden, um eine automatisierte oder manuelle Bewertung zu ermöglichen. Außerdem können unterschiedliche Kategorien erstellt werden, nach denen Studierende die Meilensteine filtern können. So können Studierende nur jene Meilensteine sehen, die in die ausgewählte Kategorie fallen, zum Beispiel alle Meilensteine, die für die Präsentation wichtig sind. Eine ausführliche Erläuterung zur Verwendung dieser Funktion finden Sie im Modul 3. Neben den soeben vorgestellten Funktionen können Studierende in ihrer Ansicht eigene Meilensteine anlegen, um ihren individuellen Lernprozess besser zu organisieren. Die Ampelfarben Rot, Orange und Grün werden verwendet, um den Vollständigkeitsstatus des Meilensteins anzuzeigen. Somit symbolisiert ein grüner Meilenstein bereits erledigte, ein oranger Meilenstein ein kurz bevorstehendes und ein roter Meilenstein vergangene, nicht erledigte Lernaktivitäten. Je nach Art der Veranstaltung werden unterschiedliche Darstellungen der Kreise verwendet. Studierende bekommen kurz vor der Fälligkeit von Abgaben eine Benachrichtigung, sofern die oder der Lehrende dies bei der Erstellung der Meilensteine aktiviert. Die Studierenden erhalten durch die Funktion des Grade Monitors eine Übersicht über ihre Leistungen in der Lehrveranstaltung und damit die Möglichkeit zu einer besseren Selbsteinschätzung. Auch Sie als Lehrende oder Lehrender können Lernresultate der Studierendengruppe mit dieser Visualisierung besser einschätzen. Aufgrund der Tatsache, dass das Lehrenden-Dashboard ausschließlich aggregierte Daten anzeigt, unterscheidet sich die Darstellung des Grade Monitors in der Studierenden- und Lehrendenansicht erheblich. In der Lehrendenansicht sind die aggregierten Daten anhand von Balkendiagrammen einsehbar. Der erste Balken zeigt Ihnen die Anzahl der Studierenden, die im Learner's Corner ein Ziel in Form einer angestrebten Note für den Kurs festgelegt haben. Der zweite Balken zeigt an, wie viele Lernaufgaben der Medianstudent bzw. die Medianstudentin zur Einschätzung herangezogen hat. Der dritte Balken gibt die Anzahl der bereits beurteilten Lernaufgaben wieder. Diese Informationen werden wöchentlich automatisch aktualisiert. Das ist die Ansicht der Studierenden. Wie Sie sehen, werden hier, wie erwähnt, individuelle Daten angezeigt. Zu Beginn der Lehrveranstaltung können die Studierenden eine Note festlegen, die sie bis zum Ende des Kurses erreichen möchten. Die Darstellungen im Dashboard orientieren sich in der Folge an dieser Zielnote und geben Auskunft über den aktuellen Stand auf dem Weg, diese Beurteilung zu erreichen. Der Grade Monitor unterstützt die Studierenden somit dabei, Beurteilungsziele zu definieren und ihren Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen. Dabei können Sie Ihre Wunschnote jederzeit ändern. Unterhalb der Visualisierung werden die einzelnen verpflichteten und benoteten Ereignisse angezeigt, einschließlich Ihrer eigenen Leistung sowie die Resultate Ihrer Kolleginnen und Kollegen in aggregierter Form. Die Studierenden haben die Möglichkeit, diese Funktion selbstständig auszublenden. Zudem können Sie einsehen, wie viel Prozent der Aufträge Sie bereits abgeschlossen haben. Im Activity Report werden die Online-Aktivitäten, also zum Beispiel Quiz, Lernunterlagen, Foren der Studierenden im Kurs in aggregierter Form visualisiert. Es handelt sich also um Darstellungen, die auf Grundlage der Aktivitäten und Verhaltensweisen von Lernenden erstellt wurden. Dazu zählen die aufgewendete Zeit pro Tag in Sekunden, Minuten, Stunden sowie die prozentuale Verteilung des Beschäftigungsausmaßes mit bestimmten Inhalten. Diese Visualisierungen geben Aufschluss darüber, wie Lernende im Lernmanagementsystem agieren und welche Resultate sie damit erzielen. Sie als Lehrende bzw. Lehrender bekommen durch die Darstellungen im Activity Report Einblicke in die Lernaktivitäten der Studierendengruppe. Die Visualisierungen können zudem helfen, Muster im Lernverhalten der Studierenden zu identifizieren und entsprechend gezielte Unterstützung und Interventionen anzubieten. Der Activity Report ist ein Tool für Studierende, das ihnen hilft, ihre Aktivitäten im Kurs zu überblicken und mit anderen zu vergleichen.
Mit dem Zeitfilter können Sie Ihre Aktivitäten und Resultate innerhalb eines bestimmten Zeitraums betrachten. Sie können auch Ihre Lernaktivitäten im Laufe der Zeit analysieren und gegebenenfalls anpassen, um Ihre Lernleistung zu verbessern. Die Visualisierung zeigt die Gesamtzeit, die die Studierenden mit verschiedenen Lernaktivitäten verbracht haben und ermöglicht den Vergleich mit den Lernaktivitäten ihrer Kolleginnen und Kollegen. Die Studierenden können auch hier die Vergleichsdaten ausblenden, wenn sie ihre eigenen Ergebnisse nicht mit jenen der Kolleginnen bzw. Kollegen in Bezug setzen möchten. Ein Learning Diary oder auch Lernjournal ist eine Möglichkeit, dass Lernende regelmäßig ihre Lernaktivitäten, Fortschritte und Gedanken dokumentieren und reflektieren. Damit können Lernaktivitäten dokumentiert und Lernprozesse reflektiert werden. Die Nutzung des Tools basiert auf Freiwilligkeit. Als Lehrende oder Lehrender können Sie im Dashboard lediglich die Anzahl der Lernbucheinträge pro Monat einsehen. Die Studierenden können einen Lernbucheintrag erstellen und diesen mit einem Meilenstein aus dem Planner verknüpfen. Sie können auch angeben, mit welchen Materialien Sie gearbeitet haben und aus einer Liste vorgegebener Aktivitäten, für die Sie sich entschieden haben, auswählen oder eigene stellen. Die Tagebucheinträge sind für die Studierenden sichtbar und können jederzeit von Ihnen bearbeitet werden. Fassen wir nun die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Während im Learner's Corner in der Studierendenansicht mit individuellen Daten gearbeitet wird, sehen Lehrende in ihrer Ansicht Visualisierungen mit den aggregierten Daten der Studierendengruppe. Der Planner ist ein nützliches Instrument für die Organisation der Arbeit und des Lernfortschritts von Studierenden. Die Visualisierung der Fortschritte im Planner ermöglicht eine gezielte Arbeit auf Lernziele hin, wodurch diese ihre Lernaktivitäten gezielter steuern und ihre Zeitplanung optimieren können. Der Grade Monitor ist eine effektive Methode für Lehrende, um Studierenden Feedback und Bewertungen zu ihren Leistungen in Lehrveranstaltungen zu geben. Der Activity Report ist ein Werkzeug, das dabei helfen kann, Lernstrategien zu verbessern und die Motivation der Studierenden zu steigern. Das Learning Diary fördert das Reflexionsvermögen der Studierenden und unterstützt sie dabei, ihre Lernprozesse eingehend zu betrachten.